herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Darum geht es, wie handeln Künstler, wie gehen sie an die Arbeit heran und was unterscheidet KünstlerInnen von anderen Menschen? Das ist das Thema heute. Und bevor ich anfange, möchte ich Sie um Erlaubnis bitten, dass wir dieses Webinar aufzeichnen und veröffentlichen dürfen. Wer das nicht mag, soll bitte im Chat ganz kurz schreiben, dass er da nicht einverstanden ist, dann werden wir das respektieren. Ansonsten würde ich dich bitten, Hannes, dass du den Aufnahmeknopf drückst. Vielen Dank. Ja, inhaltlich, was erwartet uns in dieser Dreiviertelstunde? Ich würde Ihnen ganz gerne einen Einblick erstmal, einen theoretischen Einblick mit einem kleinen Filmausschnitt auch eines Künstlers. Und dann möchte ich mit Ihnen eine Übung machen, in der Sie selber aktiv sind und dann eine kleine meditative Anleitung zur Selbstreflexion. So, das ist das Thema von heute. Und ich möchte eigentlich einsteigen mit einem sehr unbeliebten Thema, das Thema, was uns alle in Europa, in der ganzen Welt festhält, die Krise durch Corona. Wir wissen, es gibt Regeln von außen, die werden uns gestellt von der Regierung, vom Staat, von Behörden. Zum Teil gibt es Verunsicherung, es gibt Angst bei den Leuten. Auf der anderen Seite, manche fühlen sich sehr wohl, weil sie dann einfach sagen, okay, andere entscheiden für mich, ich muss da nicht die Entscheidung treffen. Auf der anderen Seite nimmt es uns natürlich auch die Kreativität und diesen Spielraum, eigene Regeln zu erstellen und diesen Regeln auch zu folgen. Also wir hören auch immer wieder dieses Stop and Go, das ermutigt, die Motivation schwindet, die Leute rufen nach Perspektiven und sie sagen auch, braucht kreative Lösungen. Also die Staaten brauchen kreative Lösungen. Da sind wir schon bei der Kreativität. Was heißt das denn? Was heißt Kreativität? Ich habe da eine schöne Lösung gefunden, die möchte ich gern ins Bild ziehen. So. Kreativität ist die Fähigkeit, Probleme erfinderisch zu lösen. Das ist meine Definition von Kreativität. Also Einfälle zu haben, geht zurück bis zur Geburtsstunde der Menschheit. Das Wort kreativ sein kommt von creare, schöpfen, aber auch von crescere, wachsen lassen. Bei Schöpfen, das ist ein aktiver Akt, also wir tun etwas dafür, dass etwas entsteht, einerseits. Auf der anderen Seite, crescere bedeutet wachsen lassen, das ist eher passiv. Da ist auch eine zeitliche Komponente noch mit dabei. Und es gibt dieses schöne Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das ist tatsächlich so, man braucht Zeit, um vielleicht zu einer kreativen Lösung zu kommen, um Einfälle zu generieren. Also unter Kreativität versteht man neue, intelligente, auch komplexe Lösungen für gesellschaftliche, gesundheitliche, politische, betriebswirtschaftliche Probleme. Also wer innovative, unkonventionelle und originelle Ideen entwickelt oder eben Bestehendes auch neu kombiniert und dieses souverän umsetzt und anwendet, der denkt und reagiert kreativ. Dem würden wir eine kreative Komponente zumessen. Ja, nun stellt sich natürlich die Frage, kann man eine solche Kreativität lernen? Wenn ja, wie geht das? Und vor allen Dingen, von wem könnten wir das lernen? Gibt es irgendwelche Vorbilder oder gibt es eine Berufsgruppe, die eben per se kreativ ist? Und diese Berufsgruppe gibt es tatsächlich. Es gibt die Berufsgruppe, die als Kreative schlechthin gelten, und das sind die Künstlerinnen und Künstler. Sie begeben sich absichtlich in Unsicherheit, weil sie anders gar nicht arbeiten können. Sie wollen ja das Neue finden, und das geht nur auf diesem Wege. Ja, und das betrifft auch alle Künstlersparten, also die bildende Kunst mit den
Malern, Bildhauern, aber auch Fotografinnen, Medienkünstlerinnen, dann die Musiker, Musikerinnen, das sind Dirigenten, das sind Komponisten, aber auch Musikerinnen und Sänger, Sängerinnen. In der darstellenden Kunst haben wir Regisseure, wir haben Choreografen, wir haben Schauspielerinnen, wir haben Tänzerinnen und in der Literatur zum Beispiel Drehbuchautoren oder Schriftstellerinnen. Also das ist die ganze Bandbreite an kreativen Berufen, die wir hier zur Verfügung haben. Ja, und KünstlerInnen denken in der Tat anders. Sie denken quer, sie denken neu, sie denken auch oft das Gegenteil. Sie spielen, sie experimentieren, sie verwerfen manchmal, dann holen sie die Sachen wieder her, denken es neu, denken es um die Ecke, verändern etwas, schmeißen es wieder in die Tonne, holen es wieder raus. Sie experimentieren mit diesen Dingen. Sie sind auch sehr meisterhaft, wenn es darum geht, im sogenannten Navigieren in unsicheren Strukturen. Das heißt, wenn sie Neuland betreten, wenn sie ihre Komfortzone absichtlich verlassen, um eben das Neue zu finden. Sie sind auch bereit, beispielsweise ausgetretene Pfade zu verlassen, wenn sie sehen, dass darauf nichts Neues entstehen kann. Sie können sie sind sehr gut im Regelbrechen. Sie verlassen Normen, Konventionen und sagen, das haben wir hinter mir. Ich brauche wirklich etwas Neues. Sie haben wirklich auch Eigenschaften, die sich jeder Mensch für sich privat und auch beruflich wünscht. Und das ist Ausdauer und Leidenschaft, Motivation. Sie brennen für die Sache. Sie wünschen sich, dass sie auf diesem Neuen vorankommen. Und dafür sind sie bereit, auch Risiken einzugehen. Sie sind bereit, Fehler und auch Scheitern in Kauf zu nehmen und auch bis zum Nullpunkt, bis es nicht mehr weitergeht. Weil auch oft dann, so sagen mir viele Künstlerinnen und Künstler in den Interviews, erst dann entsteht das wirklich Neue, wenn wirklich diese Vorstellungskraft einfach wegfällt. Also wenn sie da ist, aber wenn die Vorstellung selber von etwas wegfällt, wenn sie sich überraschen lassen können, dann entsteht wirklich etwas Neues. Und insofern sind Künstler wirklich anders. Also es geht jetzt wirklich darum, von den Künstlern zu lernen. Und was uns jetzt interessiert, ist jetzt weniger deren fertige Werke, also ein Bild oder ein Musikstück oder ein Theaterstück oder ein Film. Nein, es geht mir in diesem Moment eher um den Prozess, um den künstlerischen Prozess. Also wie steuern Sie den Prozess? Wie gelangen Sie zum Neuen? Wie schaffen Sie sich Freiräume? Wie gehen Sie mit Hindernissen um, wenn es für Sie nicht mehr vorwärts geht? Wie handhaben Sie Fehler? Wie konnotieren Sie Scheitern? Wie geht es wirklich darum, etwas Neues in die Welt zu bringen, buchstäblich in die Welt zu bringen, aus dem vermeintlichen Nichts? Aber es ist niemals ein Nichts, da ist immer ein großer Fundus mit dabei. Und wir, die wir nicht Künstler sind oder nicht Künstlerinnen sind, können uns diese Haltungen auch aneignen. Es sind wirklich künstlerische Eigenschaften und Haltungen. Und wie geht das? Das ist also so, dass Sie nicht eine Ausbildung machen müssen. Das geht in der Regel ein paar Jahre und ist sehr mühselig, sondern es gibt eine Möglichkeit, die Sichtweise von Künstlern einzunehmen. Und dafür gibt es den Begriff der Künstlerbrille. Die Künstlerbrille ist eine Metapher. Ich nehme mal meine Brille ab, eine Metapher für eine neue Sichtweise. Also man kann die Künstlerbrille aufsetzen und dadurch eine künstlerische Perspektive einnehmen oder eben zu sehen, wie Künstler denken und arbeiten. Aber, und das ist das Schöne an der Künstlerbrille, Sie können die auch immer wieder absetzen. Beispielsweise wie jetzt in Liechtenstein, wir mussten die Steuererklärung machen und dann ist es ganz gut, wenn man vielleicht den analytischen Verstand einstellt und die Kreativität und dieses Flow-Erlebnis bei der Steuererklärung mal außen vor lässt. Und das ist so ein Spiel
mit diesem Aufsetzen und Absetzen in Freiheit. Dieses Webinar ist eingebettet in ein größeres Ganzes. Und zwar gibt es im Schloss Tirol zurzeit die Ausstellung Kunst kann, Einblicke in zeitgenössische künstlerische Haltungen. Die Ausstellung ist wegen Corona leider geschlossen, aber sie ist trotzdem durch Online-Führungen einsehbar. In dieser Ausstellung, die mit 4 Partnern aus 4 Ländern entwickelt worden ist, haben diese 4 Partner in ihren Ländern, Liechtenstein, Deutschland, Österreich und Italien, jeweils 3 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ein Werk beizusteuern und eine sogenannte Lernstation zu entwickeln. Die Lernstation soll dazu dienen, dass Besucherinnen und Besucher eine künstlerische Erfahrung machen können und sich sozusagen diese Künstlerbrille aufzusetzen und damit eine Haltung ansatzweise mal zu erproben. Jetzt, wie gesagt, funktioniert das nicht. Wir haben 12 Künstlerpositionen aufgebaut, aber es gibt die sogenannten Avatar-Führungen. Wir waren ja auch sehr kreativ und haben uns überlegt, wie können wir ein Live-Erlebnis möglich machen für die Besucherinnen und Besucher. Sie können sich anmelden über Zoom und dort gibt es in der Ausstellung eine Person mit einer Kamera und sie führt sie live durch die Ausstellung und sie können interagieren und fragen und auch Anmerkungen machen, wie zum Beispiel, oh, das interessiert mich, da vorne rechts, können Sie da mal näher ranfahren? Oder wie funktioniert dieses hier? Können Sie mir das hier mal noch zeigen oder geben Sie mir noch mehr Informationen zu diesem und jenem? Das möchte ich einfach anmerken, so als Überbau. Jetzt im Webinar ist es nicht möglich, auf die einzelnen Positionen einzugehen. Aber ich habe mir einen 3,5-Minuten-Video ausgesucht, den ich Ihnen gerne vorspielen möchte. Es ist ein Video des Berliner Künstlers und Grafikers Frank Zucht, den ich 2012 interviewt habe in seinem Atelier am Flutgraben. Und diese 3,5 Minuten möchte ich Ihnen ganz gerne jetzt vorspielen. Und es geht darin um den künstlerischen Prozess, den er beschreibt. So, jetzt versuche ich den Bildschirm von mir einzustellen. Genau. Und freizugeben. Bild male, dann weiß ich eigentlich nicht, was da am Ende bei herauskommt. Die Bilder entstehen ja eigentlich aus abstrakten Strukturen. Also ich lege erstmal völlig chaotische Strukturen auf die Leinwand und dann muss da auch genug Farbe sein und dann gibt es so einen Moment, da sieht das Bild wie ein Mauerwerk aus und es hat eine gewisse Lesbarkeit. Also in diesem Chaos ist dann eben etwas, was man herauslesen kann und das ist eigentlich der Arbeitsprozess, also das von diesem Boden sozusagen das Bild oder die Geschichte beginnt. Die Figuration entwickelt sich
sozusagen aus diesen Strukturen heraus. Das ist einerseits deswegen, weil ich möchte, dass die Figur möglichst lebendig wirkt. Und sie braucht eben dieses reichhaltige, chaotische Innenleben, um nicht illustrativ zu wirken. Und andererseits ist es auch so, dass es mir die Möglichkeit gibt, nicht zu wissen, in welche Richtung das Bild geht. Aus dem Chaotischen heraus entwickelt sich eine Struktur und eine Ordnung, die bis zu dem Bild, was dann fertig ist, kommt. Und das ist eigentlich dieser Weg, den ich immer wieder gehe. Und der erzeugt in mir eigentlich eine Art Selbstbefragung, die mir Antworten gibt, die ich vorher nicht hatte. Und das kann man natürlich sicherlich mit anderen Dingen auch machen, aber die Malerei bietet einfach die Möglichkeit, dass unerwartete Dinge für mich dabei herauskommen. Und das macht es eigentlich interessant und zwingt mich eigentlich immer wieder dahin, irgendwie wieder ins Atelier zu gehen und weiterzuarbeiten. Ja, wir haben jetzt den 3,5-Minuten-Video gesehen. Und ich möchte 5 seiner Sätze herauspicken und seine Antworten, das, was er erklärt hat, nochmal verdeutlichen. So, jetzt versuche ich, die nächste Folie zu kriegen. Genau, richtig. Er sagt rechts oben, wenn ich ein Bild male, dann weiß ich nicht, was dabei am Ende herauskommt. Frank Zucht arbeitet grundsätzlich, so hat er mir erklärt, ohne Skizzen. Ohne Vorbereitung, also ohne Plan im Kopf. Er hat ja erklärt, er legt reichhaltige Strukturen auf eine große Leinwand und zwar recht unmotiviert. Farbe muss da sein, ganz viel Material. Und aus diesem Chaotischen sieht er dann manchmal, wo es weitergeht. Und er arbeitet mit Pinseln, er arbeitet mit Farbe, mit Siebdruck eben auch. Und es ist wirklich auch ein langwieriger Prozess, wie er mir erklärt hat, der auch mehrere Wochen in Anspruch nimmt. Wenn er so weit ist, dass er etwas sieht, schneidet er die Leinwände in Stücke und spannt sie auf Keilrahmen auf und bearbeitet dann einen Keilrahmen, also ein Gemälde nach dem anderen. So geht er vor. Das heißt, er arbeitet sehr prozessoffen. Wenn er nicht weiß, was am Ende dabei herauskommt, begibt er sich in Unsicherheit. Er hat keinen Plan im Kopf. Er lässt jegliche Vorstellung frei, also er lässt davon ab und sagt, ich will mich dem Prozess hingeben und ich will schauen, was aus den Strukturen mir entgegenkommt. Das ist eine Vorgehensweise, die er bevorzugt. Und so kommt er zu einem neuen Gemälde mit einem neuen Inhalt, mit Farben, die er eben auch noch nicht kennt. Das ist das Spannende daran. Die künstlerische Haltung, die ich da ausmache, ist eben diese Unsicherheit aushalten im Prozess. Vielleicht auch die Gefahr einzugehen, dass ein Bild nicht funktioniert. Und eben ergebnisoffen zu arbeiten, nicht eine Vorstellung vorwegzunehmen. Das ist nicht das Neue, sagt er. Die nächste Folie ist, aus dem Chaos heraus entwickelt sich eine Struktur und eine Ordnung. Es ist in der Tat so, ich habe sehr viele Künstlerinnen und Künstler gesprochen und die meisten arbeiten mit Chaos und mit Struktur. Also sie verursachen erstmal Chaos, eine Unübersichtlichkeit, ein drunter und drüber, ein Tohuwabohu mit ganz viel Material und dann geht es wieder in diese Ordnung. Und dann wieder in die Unordnung. Und daraus entsteht dann oft für ihn auch ein Weg. Auf einmal sieht er, ah ja, da gibt es etwas Figuratives, da gibt es eine Figur, ein Bild,
eine Zeichnung, die mir gut gefällt, und dann setzt er an und entwickelt daraus dann das Bild. Das ist die künstlerische Haltung, die es natürlich braucht, sensibel wahrzunehmen, mit wachen, mit offenen Sinnen, also nicht irgendwo schläfrig zu sein, sondern man muss wirklich ausgeschlafen sein, man muss wach sein und man muss auch sehr konzentriert sein, obwohl dieser Prozess sehr spielerisch daherkommt, braucht es eine hohe Konzentration. Das nächste, was er sagt, ist Folgendes. Das ist der Weg, den ich immer wieder gehe, und der erzeugt in mir eine Art Selbstbefragung, die mir Antworten gibt, die ich vorher nicht hatte. Er will also neugierig bleiben. Er will sagen, okay, er reflektiert natürlich sehr viel, befragt sich selber, indem er, wie er mir sagte, im Atelier auch umhergeht und so nicht direkt das Bild anschaut, sondern eher so aus dem Augenwinkel so etwas erhascht, eine Form, eine Schwingung oder eine Figur vielleicht oder eine Farbnuance. Und dann wird er daran anknüpfen und dieses verfeinern. Also er wechselt buchstäblich den Standort, indem er eben geht oder sich entfernt oder das Bild auch mal wegstellt und dann wieder hervorholt oder dann um 90 Grad dreht oder sogar auf den Kopf stellt, wie viele Künstler das tun, um auch zu sehen, passt die Harmonie, was sagt mir dieses Bild? Also das sind alles Strukturen, Methoden, die ihn dann voranbringen. Das nächste. Die Malerei bietet die Möglichkeit, dass unerwartete Dinge für mich dabei herauskommen. Das ist das große Plus bei den Künstlerinnen und Künstlern, dass sie im Gegensatz, glaube ich, zu sehr vielen anderen Menschen Überraschungen und Zufälle willkommen heißen. Sie mögen dieses Ungeplante, dieses Ungewisse, obwohl sie sich auch oft ängstigen davor, aber sie wissen, sie brauchen es, um weiterzukommen. Dieses sich selber auch überraschen zu lassen und zu schauen, wie komme ich in dieser neuen Situation zurecht? Was mache ich aus dem, was sich jetzt mir direkt die Situation bietet oder die Farbe mir bietet oder die Form mir bietet? Also von daher sehr spannend. Birgt natürlich auch die Gefahr, dass etwas nicht funktioniert, dass eben Fehler an Fehler sich reihen, aber auch das ist eine Erkenntnis. Man kann ja ein Bild auch wieder und wieder übermalen, nochmal dran arbeiten, bis zu einem gewissen Punkt, bis es dann für den Künstler, die Künstlerin auch passt. Wichtig ist, glaube ich, auch da wieder, dass man sich nicht im Kopf etwas zurechtlegt vorher, sondern eben dieses Unbeabsichtigte, dieses Ungeplante, dem auch die Möglichkeit gibt, Einzug zu nehmen. Ich erinnere mich an ein schönes Zitat von Pina Bausch, die verstorbene Tänzerin und dann auch Choreografin. Und die sagte mal in einem Interview sehr schön, ich habe immer einen Plan gemacht, wie ich vorwärts gehen will in meinen choreografischen Arbeiten. Aber irgendwann merkte ich, dass da Impulse sind im Laufe des Geschehens, weil Tänzerinnen und Tänzer mir etwas anbieten, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und ich musste mich entscheiden, folge ich meinem Plan, den ich hatte im Kopf, oder folge ich dem Neuen, von dem ich nicht weiß, wohin es mich führt. Das nächste ist, und das ist auch die letzte Aussage, die ich nehme, das macht meine Arbeit interessant und zwingt mich, immer wieder ins Atelier zu gehen und weiterzuarbeiten. Das ist diese Neugier und diese Spannung, die eben Künstlerinnen und Künstler haben und auch die Motivation, dieses intrinsische Drängen, also von innen heraus eine Bedrängnis, weiterzuarbeiten. Trotz vielleicht Ungewissheit, man weiß ja nie, verkauft man ein Bild,
bringt man es an den Mann, an die Frau? Da sind ja auch sehr viele existenziellen Sorgen und auch Ängste mit dabei. Frank Zucht sagte mir, jeder Künstler ist auch ein Kleinunternehmer. Er muss auch die Buchhaltung beherrschen, er muss die Akquise beherrschen, neben seinem künstlerischen Handwerk. Er ist ein sogenannter Allrounder. Und dieses unternehmerische Risiko ist eben ohne Absicherung bei den Künstlern mit dabei. Also wer keinen starken inneren Motor hat, wer nicht für die Sache brennt, ist für den künstlerischen Beruf, wie er sagt, auch nicht sehr gut geeignet. Von daher finde ich das sehr spannend. Deswegen ist hier die künstlerische Haltung, dieser Gestaltungswille, etwas zu erschaffen, eben etwas zu kreieren, creare, eben auch wachsen lassen und diese unbändige Motivation. Von daher ist, glaube ich, dieser Filmausschnitt sehr gut geeignet, um die künstlerische Denk- und Arbeitsweise an diesem Beispiel darzustellen. So, ich bin am Ende meiner kleinen PowerPoint und gebe jetzt wieder zurück. Jetzt muss ich hier. Genau. So, jetzt bin ich wieder im normalen Modus. Dieser kleine Exkurs ist wirklich ein Schnelldurchgang gewesen und ich möchte eine Haltung aufgreifen, die möchte ich jetzt noch nicht verraten, aber ich möchte mit Ihnen eine Übung machen. Ich habe Sie gebeten, im Vorfeld zwei karierte A4-Blätter bereitzuhalten und ich möchte Sie bitten, eines jetzt zu nehmen mit dem Bleistift. Und es spielt keine Rolle, wo Sie anfangen, am besten in der Mitte. Sie setzen den Bleistift in der Mitte des Blattes an. Und ich mache jetzt eine Anleitung und Sie zeichnen das nach, was Sie hören. Und ich bitte Sie, konzentriert zu sein. Sie können ja nicht nachfragen, weil ich Sie nicht höre. Also, Sie setzen den Bleistift an und ziehen 10 Quadrate senkrecht nach unten. 10 Quadrate. Wenn Sie unten angelangt sind, die Bleistiftspitze nie absetzen, dann ziehen Sie vertikal, also horizontal 6 Quadrate nach rechts. 6 Quadrate nach rechts. Wenn Sie dort angelangt sind, dann vertikal nach oben 2 Quadrate. Und dann wieder waagrecht nach links, aber nur noch 4 Quadrate. Dann senkrecht nach oben 8 Quadrate nach oben ziehen. Und dann verbinden Sie, Sie sollten dann auf der gleichen Höhe sein wie beim Anfang. Und dann machen Sie den Verbindungsstrich über 2 Quadrate nach links. Somit haben Sie den Startpunkt verbunden. Und ich würde Sie bitten, diese Zeichnung in die Kamera zu halten und da die Galerieansicht bei Ihnen rechts oben auszuwählen. Das ist dort, wo diese 9 Kacheln sind, dass wir wirklich sehen, wie sieht das aus. Also wenn wir das richtig gemacht haben, dann zeigen alle Papiere einen Buchstaben, der Buchstabe L. L für linear, Logik, vorhersehbare Lösung. Das habe ich mir so ausgedacht. So, ich möchte ein zweites Beispiel nehmen. Und zwar nehmen Sie das nächste Blatt bitte und den Bleistift und zeichnen Sie, und ich habe jetzt hier das einfach so, ich halte es in die Kamera, dass Sie das auch sehen, zeichnen Sie, also halten Sie den Bleistift ein bisschen schräg und fangen Sie an, Schraffuren zu zeichnen. So wie ich das so mache, ich hoffe, Sie sehen das, Schraffuren zu zeichnen, größer oder kleiner, spielt keine Rolle. Und da, wo Sie dann sehen, da sind manche Striche ein bisschen dunkler, da bitte ich Sie, diese nochmal mit dem Bleistift zu verstärken, also dass da wirklich dunklere Striche hervortreten. Und hellere.
Und wenn Sie fertig sind, dann können Sie aufhören. Wir müssen das nicht mehr ins Bild halten. Aber ich gehe davon aus, dass jeder und jede von Ihnen, von uns, eine individuelle, persönliche Schraffur gezeichnet hat. Obwohl die Anleitung für alle gleich war, ist dieses Ergebnis sehr offen gewesen, sehr ergebnisoffen. Es ist nach wie vor eine Struktur, aber eben mit individueller Konnotation. Einmal stärker, einmal schwächer, einmal größer, einmal schneller, einmal kräftiger oder schwächer. Individuell und einzigartig. Und das ist Ausdruck der Kreativität. Was ist also jetzt hier passiert? Beim L haben wir gesehen, wenn wir das richtig gemacht haben, haben wir alle ein L bekommen und es gibt keinen Spielraum. Wer die Anleitung gemacht hat, erhält dieses Resultat. Das ist, wenn wir an die Arbeitssituation denken, eine Anweisung, die sehr klar ist, die man einfach ausführen muss, ohne zu hinterfragen. Hingegen, wenn wir nach neuen Lösungen suchen, wenn wir neue Ideen brauchen, dann brauchen wir dieses Schraffurdenken. Das heißt, wir brauchen eine Aufgabe, aber wie wir diese Aufgabe entwickeln, wie wir zu dem kommen, was dann schlussendlich herauskommt, das ist uns selber überlassen. Und das ist eben dieses Schöne an diesem künstlerischen Denken und Arbeiten, dass es uns auch immer wieder überrascht und zum Neuen führt. Und es gibt Situationen, wenn wir jetzt wieder an Corona denken, da brauchen wir diese Anweisung, ja, dieses Starre, also ebenso Lockdown vom Staat verordnet, das ist eben dieses L-Denken. Da brauchen wir nicht nochmal weiter zu debattieren, es bringt uns nichts. Hingegen, wenn wir neue Lösungen suchen, dann sollten wir dieses Schraffurdenken in uns verankern. So, und das bedeutet auch selber denken. Also nach Josef Beuys, der hat ja auch unterrichtet, der hat mal gesagt, wer nicht denken will, fliegt raus. Und mit dem halte ich sehr genau. Ich finde das wirklich auch sehr spannend. Also wir können, wenn wir das Schraffurdenken haben, können wir oft nur bedingt auf Erfahrung zurückgreifen, auf Bestehendes. Wir brauchen dieses neue Denken. Und ich möchte Sie als nächste Übung, und das ist eine Einzelübung jetzt, anleiten für eine kurze Reflexionsrunde, die Sie bitte selber machen, bei sich jetzt, so wie Sie sitzen. Und zwar überlegen Sie sich, in welchen Bereichen sehen Sie kreative Handlungsspielräume? Das kann privat sein, das kann beruflich sein. Wo haben Sie Handlungsspielräume, wie sehen sie aus und warum empfinde ich diese Handlungsspielräume als kreativ? Was macht es aus, dass ich dort mich entwickeln kann, dass ich dort gestalterisch im übertragenen Sinn tätig sein kann? Ich gebe Ihnen gerne 2 Minuten, ich werde jetzt still sein, und Reflexionszeit und werde dann wieder einschreiten. Gutes Überlegen.
So, ich hole Sie gerne zurück aus Ihren Gedanken. Und wir haben ein Online-Tool vorbereitet, das nennt sich Mentimeter. Und Hannes, mein Host, wird das jetzt einblenden. Und in diesem Mentimeter können Sie mit Ihrem Smartphone, wenn Sie eines zur Hand haben, auf Ihr Internetportal gehen und dort, wie oben angemerkt, eingeben www.menti.com und dann den Code rechts, diesen achtstelligen Code eintippen. Dann kommen Sie auf ein Feld online und da können Sie das, was Sie sich überlegt haben, vielleicht haben Sie ein, zwei, vielleicht auch drei bevorzugte kreative Handlungsspielräume sich ausgedacht, dass Sie diese bitte hineinschreiben und für uns alle zugänglich machen, dass wir sehen, was in Ihren Gedanken vorgegangen ist. Wenn Sie dann soweit sind, das wird dann auch angezeigt in einer sogenannten Word Cloud. Der erste ist schon da, Beruf. Workshops, Konzepterstellungen, ja, Übungen, Kochen, spannend, ja, genau, die Arbeit, Partnerschaft, auch ganz wichtig, ja. Also wir sehen da, dass es gut möglich ist, in den verschiedensten Bereichen kreative Handlungsspielräume zu erwirken. Die Arbeit wird auch mehrfach genannt, also alles, was dann größer ist, wird auch mehrfach angezeigt. Das Spazierengehen ist auch ganz nett, da kommen einem ja auch ganz gute Gedanken, von daher extrem spannend. Super. Genau, wir lassen das so stehen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt ganz gerne die Zusammenfassung Ihnen zeigen und Hannes, wir lassen das so, bitte, wir machen jetzt hier nicht weiter. Die Zusammenfassung habe ich mit drei Blättern gestaltet, die ich jetzt auch hochziehen werde. So, ich schiebe das nochmal nach oben. Und zwar geht es um die Haltungen, die wir jetzt hier auch besprochen haben. Also, ja. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ja, ich glaube, das ist gut gemacht. Es geht wirklich um künstlerische Wahrnehmung. Also Künstler und Künstlerinnen haben eine gute Wahrnehmungsfähigkeit, kombiniert, gekoppelt mit Achtsamkeit. Sie pflegen ihre Fantasie, sie kurbeln oft ihren Ideenreichtum an, sind generell sehr neugierig, was in ihnen und auch um sie herum passiert. Eine Offenheit bringen sie mit. Auch eben Mut zum Risiko, zum Scheitern ist da. Und dann dieser Gestaltungswille, etwas zu kreieren, etwas in die Welt zu geben. Ein Stück Vertrauen, Selbstvertrauen. Und natürlich, es liegt wirklich auch in der Eigenverantwortung. Also dieses Tätigsein kommt nicht einfach nur so, sondern man muss auch etwas tun. Das ist das Webinar gewesen jetzt für das erste Webinar zu diesem Thema, wie denken, wie arbeiten Künstler und wie unterscheiden sie sich von Nicht-Künstlern. Ich möchte Ihnen ganz gerne einen Ausblick geben in das, was nächste Woche und auch die Wochen danach folgt. Und zwar gibt es nächste Woche um dieselbe Zeit, selber Tag, ein Webinar zum Thema Inspiration. Also wie kommt es zu diesem zündenden Funken? Dann am 30. April, dann in drei Wochen, wieder Freitag 17 Uhr. Da geht es wirklich nochmal in die Vertiefung, in diese Unsicherheit, das Verlassen der Komfortzone. Wie geht das weiter? Wie gehen Künstler damit um?
und am 7. Mai, wieder Freitag, 17 Uhr, wie erweitern Künstlerinnen und Künstler ihre Perspektive? Da geht es um Standortwechsel, also wirklich auch um die Sichtweise, ne, der Brille. Dann habe ich auf diese Avatar-Führungen im Kostüm bereits gegeben. Und es gibt auch einen Ausblick, zwei Lehrgänge im Bildungshaus Schloss Goldrain, in Goldrain im Finchgau, diesen Herbst zum Thema Sportlerschuh und Künstlerbrille zusammen mit zwei Unternehmenscoaches und Künstler-Sportlern und mir. Beginn ist September, Oktober, November, jeweils 3 Tage. Und ab nächstem Jahr im Januar der Lehrgang Die Künstlerbrille, 9-modulig, der beginnt im Januar 2022, ebenfalls im Bildungshaus Schloss Goldrain. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Dabeisein, für Ihr Mitmachen und ich hoffe, dass die Künstlerbrille bei Ihnen nachwirkt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen nächste Woche oder auch anderweitig und wünsche Ihnen einen hübschen Abend. Vielen Dank.